Mein Name ist Julia Stein. Ich komme aus München, bin Studentin hier an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning und habe mich vor kurzem mit meinem Startup Riders Hero selbstständig gemacht. Zum einen bin ich hier Studentin in meinem Bachelorstudium Wirtschaftspsychologie, gerade im letzten Semester. Aktuell schreibe ich meine Bachelorarbeit und hoffentlich schließe ich mein Studium im September erfolgreich ab. Zum anderen habe ich mich vor kurzem selbstständig gemacht mit meinem Startup Riders Hero. Meine Website ridershero.de ist jetzt seit gut 4 Wochen live. Riders Hero beschäftigt sich mit der Vermittlung von Dienstleistungen im Reitsport. Wir versuchen einfach, Reiter und Dienstleister im Pferdesport zu vernetzen und eine Community zu gründen, wo jeder den perfekten Partner für sich und sein Pferd findet. Ich stand schon öfter selbst vor dem Problem, dass ich jemanden gebraucht habe, wie zum Beispiel Sattler, Hufschmiede, Trainer etc. und eigentlich überhaupt nicht wusste, wo finde ich die Leute, wen gibt es überhaupt in meiner Region, wer ist gut und wer passt eigentlich zu mir und meinem Pferd. Das Studium hat mir auf jeden Fall geholfen. Mein Studium Wirtschaftspsychologie vermittelt ja zum einen große betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse, sage ich mal, die einfach mir geholfen haben, wie gründe ich ein Unternehmen, wie führe ich das und was gehört eigentlich alles dazu. Und zum anderen gibt es ja den Psychologie-Teil, der mir persönlich halt extrem viel Spaß gemacht hat. Und auch gerade die anwendungsorientierten Fächer wie Markt- und Werbepsychologie haben mir extrem geholfen, weil wir vermittelt bekommen haben, wie funktioniert eigentlich Userverhalten, was wünschen sich Kunden, was brauchen die und wie kann man vielleicht durch gezieltes Werbung und Marketing Kunden auch in eine Richtung lenken, die für das eigene Unternehmen erfolgsversprechend sind. Für Gründer würde ich ein Studium an der HAM auf jeden Fall empfehlen, weil das semi-virtuelle Konzept uns natürlich als Studenten super viel Freiraum bietet, einfach auch eigene Ideen neben dem Studium umzusetzen. Das ist an vielen anderen Hochschulen wahrscheinlich nicht der Fall, wo man täglich anwesend sein muss. Und hier durch diese blockweise Präsenz haben wir einfach ganz viele Möglichkeiten, andere Dinge nebenbei zu machen. Sich neben dem Studium selbstständig zu machen, würde ich meinen Kommilitonen auf jeden Fall empfehlen. Ich denke, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Wir sind alle noch jung. Und wenn man eine gute Idee hat, sollte man mutig sein. Genau jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, was auszuprobieren, vielleicht Fehler zu machen und daraus zu lernen und einfach seine Ideen zu verwirklichen.